Master! Ich wusste, du würdest kommen, Bruder. Komm aus dem Schatten, verdammt! Du und ich, wir sind nicht so verschieden. Ich tue, was ich muss, um mein Blut zu schützen. Wir kämpfen nur, um unser Recht zu leben. Das ist eine Lüge! Vielleicht wirst du verstehen, eines Tages. Vergib mir, Grayson. So sollte es nicht enden. Jahre mit uns gekämpft. Ich habe Dinge gesehen, an die ich mich erinnern muss. Zivilisation erschaffen und zerstört durch die unstillbare Gier der Menschheit. Stolze Menschen, die sich gegenseitig abschlachten im Namen ihrer Götter. Wir büßen früh genug für unsere Sünden. Aber wie rechtfertigst du die Reue, die dein Blut begangen hat? Mein Blut? Mein Blut ist nicht schlimmer als deines. Und deine Schwester? Dein Vater?
War alles eine Lüge? Izzy, mein Vater. Ich habe sie wie mein Blut geliebt. Aber sie dürfen den Fluch, mit dem ich lebe, nie erfahren. Mein Sohn. Vater, vergib mir. Na, ich bin es, der deine Vergebung braucht. Dieses Leben wollte ich dir ersparen. Sie wussten es? Ich wusste es immer. Ich rettete ihn vor dem Massaker seiner Familie. Dein Vater starb durch mein Schwert. Aber ein Kind? Du verdientest solch ein Schicksal nicht. Wie hätte ich ein unschuldiges Leben nehmen können? Gestehen Sie dies vor dem Rat, Lord Kanzler. Nur so können Sie das Chaos, das ausgelöst wurde, wieder gut machen. Ich kann nicht! Solch eine Enthüllung würde unseren Orden bis in die Grundfesten erschüttern. Also soll ich geopfert werden? Wie viele müssen noch sterben, damit ewige Ruhe herrscht? Er ist mein Sohn. Ich kann sein Leben nicht beenden. Isabeau und der Rat dürfen die Wahrheit niemals erfahren. Sonst sterben alle, die ihnen teuer sind. Bitten Sie mich nicht darum. Fortan sollen sie mit keinem Ritter verbunden sein. Der Orden muss vereint bleiben. Sie sind keiner seiner Herolde mehr. Bringen Sie es zu Ende und verschwinden Sie! Solch ein Leben war nie für Menschen bestimmt. Vielleicht ist das dann der wahre Frieden.